So, wir sind noch in der Nähe von Jackson, sind gerade mal eben ein paar Minuten gefahren und müssen mal eben den Wagen wieder aufpumpen, hätte ich fast gesagt, auftanken. Und the cup is heating up. Can you guess the flag for this team? Immer Unterhaltung hier in Amerika, sehr schön. Und heute geht es auf jeden Fall in Richtung Nashville, oder wir wollen sogar nach Nashville. Das sind ungefähr 2 Stunden Fahrt. Immer so gespannt, wie es da ist. Vorher aber noch wahrscheinlich die Essenssuche. Frühstück gab es im Hotel, nur sowas ganz Merkwürdiges, hat John gesagt. Das haben wir uns lieber nicht angetan. Oh, hier geht's ab. So, und das muss man sagen, das Benzin ist hier so schön billig. Eine halbe Tankfüllung kostet ungefähr $22. Das sind in diesem Falle, mal gucken. Spannung steigt noch ein bisschen. So. 7 Gallonen, $23. Noch Fragen? Weiter geht's. Ja, wir fahren gerade so richtig entspannt am frühen Morgen. Es ist gerade mal 8 Uhr auf der Interstate 40 in Richtung Osten und hören wieder Elvis Presley Musik. Ja, weil wir finden es lustig, dieses Album, was wir gerade hören, wurde in dem Raum aufgenommen, wo wir auch drin waren, und zwar in diesem Jungle Room. Und ja, das ist irgendwie lustig, da gewesen zu sein und wenn man mal überlegt, was da alles passiert ist, also finde ich krass. Ja, muss ich auch sagen. Ja, mal sehen, was uns heute erwartet. Bestes Wetter auf jeden Fall. Und in 80 Minuten sind wir auch schon in Nashville und wir haben noch nichts gegessen, ne? Ja, das stimmt. Bestes Wetter ist aber für mich eigentlich inzwischen etwas bewölkt und kühl, weil die Hitze ist schon nicht mehr schön. Wir haben aber jetzt gerade noch 73 Grad Fahrenheit. Keine Ahnung, wie warm das ist. Also es ist schön warm, angenehm auf jeden Fall. Und genießen wir die Fahrt noch ein bisschen. Wir sind immer noch in Tennessee und ja. Da bleiben wir heute wahrscheinlich auch. Ja, und wir haben hier so einen See gefunden und sitzen auf einer Hollywood-Schaukel. Und ja, warum sind wir hergefahren? Für Drohnenaufnahmen. Die Drohne steht dort. Und die Fernbedienung hat Stefan in der Hand. Thank you.
spins. Yeah, I just can't afford to miss. Got a ride in the bird tomorrow night. I call to help and no one answered. Over the last 2 weeks, no one from home. I guess you're still with me. Yeah, the chain I just can't see. What's given one? Partymeile hier. Hier herrscht schon quasi Party am frühen Morgen. Und ja, wir haben hier ein Lokal gefunden, aber da darf man erst mit 21 in den ersten, on the first floor. Und ich hätte in die vierte Etage gedurft, da ist aber nichts los und deshalb entscheiden wir uns ganz klassisch fürs Hard Rock Café Nashville. Ja. Welches sich dort befindet. Das ist auch schon mal was. Ich bin sehr gerne dort im Hard Rock Café. Ich auch. Hier ist sogar so eine drehende Gitarre. So einfach ist es doch nicht, denn Hard Rock Café hat noch zu. Ja. Zu früh gefreut. Obwohl wir so großen Hunger haben. Ja, wir sind jetzt endlich drin im Hard Rock Café. Hat 10 Minuten eigentlich nur noch gedauert. Und ja, wir haben schon zweimal Dr. Pepper. Gleich kommt noch eine Vorspeise. Das ist so. Ja, wie ist das Ganze nochmal? Gute Frage. Hat sich beim letzten Mal als Hauptspeise genommen, als ich das letzte Mal im Hard Rock Café war. Three Cheese and Roma Tomato Flatbread. Das war sehr lecker. Das nehmen wir als Vorspeise. Und dann gibt es bei mir The Big Cheeseburger. Essen ist da. Lass uns das Ganze mal schmecken. Ja, ich habe schon ein so ein Stück weg hier. Das ist echt eine geniale Vorspeise. Ich liebe auch diesen Laden hier. Hard Rock Café ist für mich, nachdem es da Plan Hollywood nicht mehr gibt, die beste Kette, Restaurantkette in Amerika. Bin ich immer sehr gerne hier. Und vor allem auch diese ganzen Sachen, die hier hängen, diese Gitarren von irgendwelchen Gruppen oder Klamotten, total interessant. Aber iss mal lieber, sonst ist die Hauptspeise auf dem Tisch. Mhm. Und wir haben noch nichts fertig. Lecker. So, Burgerstar, Pommes gehört dazu. Und Stefan hat einen Barbecue-Burger, soweit ich weiß. Der sieht so aus. Auch ganz nett, aber ich finde wirklich, nach dem Fleisch ist das Wichtigste auf dem Burger genug Käse. Und natürlich das Brötchen, damit man sich die Hände einsaut. Aber not today. Ja. Jetzt hat es nichts mit den Almännern zu tun. Achso, jetzt verstehe ich. Jetzt hat es nichts mit den Almännern zu tun, dass wir mit Messer und Gabel essen. In einem Burger-Restaurant macht man das so. Deshalb ist auch dieser Spieß hier drin. Dann kann man nämlich rausziehen, wenn man möchte, und dann kann man mit Besteck essen, damit er nicht auseinanderfällt. Ja, soweit Johns Leitfaden zum Essen eines Hamburgers. So. Eines Cheeseburgers. Und eines Cheeseburgers. Guten Appetit, ich freue mich hier zu sein. So, fertig gespeist, draußen wieder von der Hitze erschlagen. Falls man sich fragt, warum ich hier alleine stehe, der Stefan, der muss noch mal. Der hat ein bisschen zu viel Dr. Pepper getrunken. Ja, das war doch mal leckeres Frühstück, würde ich sagen. Und wo warst du gerade? Was hast du gemacht? Ich kann was an, auf Toilette natürlich. So, jetzt gehen wir erstmal hier zum Wasser hin.
Ich weiß gerade gar nicht, welcher Fluss hier lang fließt. Das wird John gleich mal herausfinden. Nö. Was John nicht weiß, aber ich, dies ist hier der Cumberland River. Noch nie gehört vorher. Ja, und vor uns ist ein großes Stadion. Von Nissan. Home of the Tennessee Titans. Nissan Stadium steht dran. Wie bitte? Da steht Nissan Stadium dran. Drauf. Live-Musik, völlig genial, alles klimatisierte Luft. Ja, alles Country. Richtig tolle Atmosphäre ist das hier. Leider können wir ja nirgendwo reingehen. Ja, weil Stefan eine ungünstige Location für mich ausgesucht hat. Nicht über die Schulter auf mich schieben. Ach. Fenster, sodass man auch von draußen reingucken kann und anhören kann und auch ein bisschen was davon hat und nicht in so einen Laden unbedingt rein muss. Richtig toll, oder? Wie gefällt dir das? Ist ja nicht so meine Musik, aber insgesamt, wie die Stimmung hier ist, gefällt mir sehr gut. So, jetzt haben wir was gefunden mit Musik. Die Musik hat jetzt gerade aufgehört, jetzt geht's weiter. Warum ich zwei Getränke habe, weil die nur kleine Becher haben. Aber schmeckt. Ja, und wo sind wir hier? Wir sind hier im Lucky Bastard Saloon. Das heißt so. Bastard. Bastard, okay. Saloon. Und ja, das ist das Los eines Autofahrers. Ein Bud Light. Schmeckt besser als Wasser und ein bisschen nach Bier sogar. Aber dafür Country Music Live. Das liebe ich ja.
das war richtig schön laut da drin. Und wir haben es doch noch endlich geschafft, nochmal Live-Musik hier zu hören. Hätten wir auch irgendwie ein bisschen traurig gemacht, wenn wir es nicht geschafft hätten. Aber es geht wohl nur in bestimmten Lokalen, wo es wahrscheinlich nur eine Bar gibt, nicht unter 21. Hier war es kein Problem. Hier brauchst du jetzt aber nicht mehr laut zu reden. So, kein Roadtrip ohne Wanderung. Und das bei über 30 Grad im Schatten, würde ich sagen. Was machen wir hier schon, Johnny, die Wanderung? Ja, Stefan will hier über eine Brücke laufen. Ja, das machen wir gerade. Ja, und eine gute Aussicht, die ich jetzt schon habe, würde es uns danken. Ich werde vergessen, wie dieser Fluss heißt, über den wir jetzt gehen. Ich habe ja schon mal gesagt, wie er heißt. Erwartet, dass Nashville so schön ist, wie sich das uns hier gerade präsentiert. Diese Brücke ist wirklich toll, eine Wahnsinnsaussicht davon. Auch wenn man erst nicht rübergehen wollte, oder? Ich sag lieber nichts Negatives, sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich keine Lust auf etwas hätte. Die Aussicht ist schön, aber bei Hitze die Brücke aufzusteigen, weiß ich jetzt nicht. Die Hitze ist gar nicht so schlimm. Ach, hör auf einfach. Lass die Jacke, denn. Die Jacke macht's. Dafür sehe ich gut aus. Im Gegensatz zu dir. Findest du? Das weiß ich. Was macht das Parken? Teuer, $24. Na, für 4 Stunden geht das. 4 Stunden? 3 Stunden. Ja. Hier ist wesentlich Klimaanlage. Was hast du gerade eben gesagt? Lass uns mal kurz in Ruhe. Continue. Remove card. Was soll ich gesagt haben? Du ziehst mir irgendwas ab. Wir waren, ja, das Parken zieht dir ab. Du hast das Parkhaus ausgesucht. Continue seat. Sicher ist sicher. So. Jetzt heißt das mal wieder Auto finden. Ich habe es mir nicht gemerkt, wo das Auto steht. Da bist du ja. Das ziehe ich dir ab. Du bist ja das Auto gefahren. Du hast ich darf ja nicht mehr bloß zur Garage gehen. Bin ich sehr. Oh, ist mir warm. So. Das sagt mir irgendwie gar nichts hier, ne? Was? Das alles sagt mir hier irgendwie gar nichts. Wie pay? Okay, Ben. I guess in the first... Come on, let me help you out. You can wait right here, my man. Okay, wait. Der hat da seinen Spaß und ich muss hier in der Hitze warten. Na, neue Freunde gefunden? Ja, netter Service. Steig ein. Können wir hier langfahren überhaupt? Ja. Ja. Ja, be real. Was aber? So, Shopping startet jetzt. Ich hoffe,
Sieht mir schon wieder so nobel aus hier. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ah, Louis Vuitton. So viel Geld haben wir aber nicht, mein lieber Freund. Du nicht. Immerhin ein Apple Store. Das kennt man, da hat man schon mal was gekauft. Beziehungsweise von Apple. Im Apple Store habe ich noch nie was gekauft. Wüsste ich es gar nicht. Überlege ich gerade mal. Keine Ahnung. Ich habe mir da mal eine Handyhülle gekauft. Ja. Ja. So, wie gefällt es dir denn hier in deiner ausgesuchten Mall? Schon was gefunden? Wenn das Geld stimmen würde, ja. Schon wieder Stau. Wie lange? Sieht man hier nicht mal. Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Soweit das Auge reicht, ist hier bestenfalls zähfließender Verkehr. Aber ich sehe hier so 1, 2, 3, 4, 5 Spuren in jede Richtung oder in unsere Richtung auf jeden Fall. In die wir fahren, da ist auf jeden Fall Stau angesagt. Wir wollen Richtung Knoxville jetzt fahren. Sind auf der Interstate 40 Richtung Knoxville fahren. East. Dann geht der Scheibenwischer auf einmal an. So. Ja, und mal sehen, wie lange das dauern wird. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter in die Richtung nach Richtung Knoxville. Das schaffen wir nicht mehr, es dauert nämlich noch 3,5 Stunden. Und wenn wir uns unterwegs irgendwo versuchen, ein Hotel zu suchen. John schneidet hier noch ein Video im Hintergrund. Nutzt die Zeit. Ja, und was mache ich? Ich höre Radio. Was kommt da? Ja, sowas. Okay. Dann mache ich mich mal wieder taub. Inzwischen haben wir es jetzt 17 Uhr, sind ein bisschen zurückgeworfen worden in der Zeit, weil... Ja, wir wollten ursprünglich zu einem Damm hinfahren. Dieser Damm hat 30 Minuten Weg beansprucht. Hin? Hin, ja. Und 30 Minuten wieder zurück? Weil wir nun mal nicht rein konnten, weil das war wohl geschlossen oder es ist gar nicht für Zuschauer gedacht, was irgendwie komisch ist. Weil die braunen Schilder da das als Overlook betitelt hatten. Ja, anstatt die ganze Zeit auf der Interstate geradeaus zu fahren, dachten wir uns, hier soll es einen Damm geben. Und wir haben uns ja bei unserem ersten Roadtrip den Hoover Dam angeguckt und war sehr interessant. Jetzt haben wir noch einen Damm gefunden. Problem ist? Die Straße ist gesperrt. Der Damm ist keine 5 Meter hoch. Ich glaube... Ja, da hinten schon, aber... Ich glaube, der Damm ist halt nicht zum Besichtigen da. Warum schreiben die das dann mit so einem braunen Schild an der Straße hin? Mit Look. Overlook. Falsch gefahren sind wir ja wohl nicht. Normalerweise hätte die Straße auf sein müssen. Oder vielleicht hat er heute geschlossen. Kann auch sein. Ja, wie man sieht. Und wir sind jetzt eine halbe Stunde durch die Walachei gefahren dafür.
Nur du bist gefahren, ich habe mich fahren lassen. Ja. Na super. Ja, jetzt dauert es aber nur noch 7 Minuten, bis wir in unserem gerade gebuchten Hotel ankommen. Ein Best Western. Ja, und wir sind also immer noch auf dem Weg in Richtung Knoxville. Keine Ahnung, das war ja glaube ich noch, wie weit war es noch? Weißt du das noch schon, wie weit nach Knoxville? Knoxville, boah, keine Ahnung. Nee, ist doch egal, das können wir dann morgen machen oder werden wir sehen. Das klingt gut, sind wir auch genug gefahren heute, war ja wieder ein heißer Tag. Gleich ein bisschen relaxen. Ja, wie heißt der Ort eigentlich, wo wir hinfahren? Du bist doof. Ich habe ihm gerade gesagt, dass ich das Hotel gebucht habe. Er fragt mich, wo liegt das? Ich habe Schwierigkeiten, das auszusprechen. Steht doch da. Ja. Cook Evelie. Also Evelie ist erstmal das Will am Ende. Ja, dann mach's doch selbst. Ihr habt doch gesagt, ihr habt Probleme damit. Das habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, angekommen in Cooksville. Keine Ahnung. So. Angekommen im Hotel und unsere Zimmernummer ist 112. Unser Auto parkt diesmal nicht davor, weil irgendein anderer Trottel sich davor gestellt hat. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter abseits davon parken, aber auch nicht zu schlimm. Ich lege erstmal meine Sachen ab. Auf das erste Queen-Size-Bett. Das zweite befindet sich... Wieso hast du denn die Kamera in der Hand? Was ist denn da eben mit passiert? Die lag auf dem Dach. Weil wir die Sachen ausgepackt haben und Stefan nicht so viel getragen hat. Hast du die da vergessen? Liegen gelassen, weil ich gedacht habe, dass Stefan auch vielleicht mal was tragen will, aber wollte er nicht. Hier ist das zweite Queen-Size-Bett. Das wird dann wohl meins sein, weil ich kann perfekt auf den Fernseher gucken. Und dort neben befindet sich wieder so eine kleine Sitzecke. Hier. Ja, weiter geht's. Als Stefan hier gerade durchgelaufen ist, um das Licht einzuschalten, hat er gesagt, oha. Zwei Waschbecken, was eigentlich wenig Sinn ergibt, also für uns zumindest, weil Stefan steht immer als erstes auf und es wird wohl nicht dazu kommen, dass wir gleichzeitig am Waschbecken stehen werden. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, wenn ich dann nach links gucke, dann ist das Waschbecken voll. Nee, ja. Aber ich weiß, dass einer hier immer jede Sekunde zum Schlafen ausnutzt und der ist gerade im Bild. Ja. Ja, Badewanne und Toilette. So, der Wagen ist jetzt auch vor unserem Zimmer geparkt. Ich habe gerade mal den Pool inspiziert. Sehr großer Pool, sieht sehr gut aus. Erstmal hin. Ja, ich muss mal sagen, das ist der größte Pool, den ich jemals in einem Motel gesehen habe. Auch das Motel. Auf einem großen Motel bin ich auch noch nie gewesen. Ich weiß gar nicht, was hier in Cooksville los ist, weil es so viele Restaurants und Motels hier gibt. Müssen wir uns morgen mal oder am Abend mal schlau machen. Ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall, das Wasser ist super. Die Sonne geht gerade ein bisschen weg. Das ist hier, gestern Abend war es auch so. Scheint normal zu sein. Ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass es hier sehr, sehr schön erfrischend ist nach dem warmen Tag. So, ich habe mir heute mal einen anderen Salat geholt und zwar einen Santa Fe Salat. Der ist etwas kleiner, da war auch eine kleine Gabel dabei. Gut, dass wir uns normal große Gabeln besorgt haben. So, mal sehen, wie das schmeckt. Das Hotel hier, muss ich mal sagen, gefällt mir sehr gut. Ist total gemütlich hier draußen. Wir haben auch schon rausgefunden, oh, der schmeckt gut, was der Grund ist für diesen Ort hier, glaube ich. Es gibt hier einen State Park mit Wasserfällen. Können wir morgen mal hinfahren. Ich vermute allerdings, dass wegen der großen Hitze diese Wasserfälle nicht viel Wasser haben werden, aber mal gucken. Muss ja einen Grund haben, warum hier alles voll ist. Das ist der Wahnsinn. Können wir gleich mal eben zeigen, wie groß das Hotel hier ist. Kann ich auch mal eben machen. Ich bin ja gerade am Essen. Ja, zeigen, wie groß das Hotel ist, das kann man schlecht zeigen, weil es so groß ist. Aber wenn ich jetzt mal hier auf dem Parkplatz laufe, dort hinten beginnt es und dann geht das hier komplett bis da hinten durch. Und das ist auch nochmal auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und
hinter diesem LKW, der die Sicht versperrt, befindet sich noch ein großer Pool, den man ja schon gesehen hat. Und das Highlight ist der essende Stefan. Das ist hier ein Highlight. Santa Fe Salat. Fast noch besser als mein Southwest. Ein weiterer Morgen im Staat Tennessee. Wir sind hier in einem State Park und ich leiste mir den Luxus eines Tourguides, der die Karte hat. Ja, jetzt wundert es mich, auf der Karte sieht es anders aus, aber wenn hier steht Waterfall Overlook, dann wird das wohl richtig sein. Sehr schön hier, bis auf die Mücken, oder Mücken sind das glaube ich gar nicht, irgendwie wenn die stechen, es juckt nicht so doll wie Mücken, aber stechen tun sie trotzdem manchmal. Ja, das ist hier ein State Park, wie hieß der nochmal, steht auf der Karte drauf, wie der hieß? Cummins Falls State Park. Irgendwas komisches ist wirklich hier, ne? Ja. Also immer so irgendwie was ich so... Es sind glaube ich Spinnenweben. Vielleicht sind wir die Ersten, die auch hier langlaufen. Ja, habe ich auch gedacht, ne? Ja, und wieso haben wir alle hier ein Handtuch dabei? Und wir haben sogar eine Wasserflasche dabei, jeder. Wo hier Wasserfälle sind. Ja. Ja, ich habe gelesen, dass wenn man die Wasserfälle erreichen möchte, man muss durchs Wasser gehen. Sind auch dann irgendwelche Watershoes sind empfohlen. Die haben wir natürlich nicht, weil die Steine ein bisschen rutschig sein könnten. Wir werden sehen, ob das Ganze nötig ist oder nicht. Aber erstmal haben wir jetzt 1,5 Meilen Fußmarsch hier durch diese schöne Landschaft vor uns. So, ich höre schon leises Rauschen von Wasser. Der Tourguide hat also gute Arbeit geleistet. Ja, das bin ich. Ja, die Karte haben wir gar nicht gebraucht. So wirklich. So, was haben wir jetzt hier? Ja, ein weiterer Weg. Ich dachte, das wäre das Wasser. Das Wasserrauschen wird stärker. Oh, hier, Waterfall. Overlook. Den Overlook haben wir gefunden. Den Weg da nach uns noch nicht. Ja, wer hätte gedacht, dass die längste Wanderung dieses Roadtrips hier in Tennessee stattfinden wird und wohl nach Aussagen der Ranger hier ungefähr 1,5 Meilen betragen wird. Ist nicht so viel, aber es geht hier relativ steil runter und wenn ich bedenke, dass wir nachher alles wieder zurücklaufen müssen und dann natürlich in der ansteigenden Hitze des Tages hier hochlaufen müssen, dann ist die Flasche Wasser, die wir mit haben, vielleicht zu wenig. Wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon ein gutes Stück weiter nach unten gekommen, aber es dauert noch. So, wir sind hier am Flussbett angekommen. Sieht soweit alles ganz schön aus, mit Ausnahme der Tatsache, dass wir jetzt unsere Schuhe ausziehen müssen und dann hier durchs Wasser laufen müssen, auf rutschigen Steinen wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, Schuhe aus. Doch gar nicht so schlimm. Also die Entscheidung hier im Wasser meine Socken anzulassen, als Anti-Rutsch-Protection, keine Ahnung. So sieht's aus. War eine gute Entscheidung. Für jemanden, der seine Socken ausgezogen hat, geht's nämlich nur so voran. Ja Mann, das ist rutschig.
kann man ihn sehen, da ganz hinten. Du musst hier lang, John. Ja, schön erfrischend hier im Flussbett lang zu laufen. Hier hast du viele Fische hier im Wasser, sogar kleine Fische. So, wie war das eben? Das mit den Socken ist ja wohl lächerlich und das ist ja wohl, das ist ja wohl noch alles schlimmer. Ja, es ist halt nun mal so. Also wenn ich den Weg laufen muss, den Stefan mit Socken läuft, dann ist es für mich schwieriger. Wenn es andersrum gewesen wäre, dann wäre es für Stefan schwieriger. Also ich konnte hier auf der anderen Seite besser laufen. So, jetzt kommen wir nämlich auch gut voran, nachdem John ja eingesehen hat, dass es mit Socken dann doch besser geht. Jetzt laufen wir hier diesem Flussbett entlang. Jetzt geht John auch voran, hat auch mal die Fische entdeckt, die ich schon vor einer Viertelstunde gesehen hatte. Das ist, glaube ich, ziemlich tief. Hoffentlich können wir da noch stehen. Ich glaube nicht. Doch, da können wir stehen. Nee. So, guck mal, da siehst du doch den Schein. Ja, dann geht. Irgendwie trau ich mich aber auch nicht. Also mein Kopf verbietet mir. Wir können da lang gehen, aber warte, ich guck jetzt. Werf mal deine Schuhe rein. Wenn die noch zu sehen sind, dann ist es. Die habe ich im Urlaub gekauft. Weiß ich. Nee, es wäre ja nicht erlaubt, wenn das so tief darunter geht. Dann... Doch, geht. Bisschen tiefer. Ach, das ist genauso tief wie das, was hier ist. Das sieht nur so aus, weil es hier heller wird. Das ist derselbe Boden. So, Endspurt, wir sind fast da. Schon traurig, wenn man überlegt, dass dieser lange, anstrengende Weg nur die Hälfte war, weil wir alles wieder zurücklaufen müssen. Geh mir ran. Mann, Junge, ich hab keinen Bock angegriffen zu werden. Weißt du, wie fett die Dinger sind? So. Wir sind angekommen. Es ist echt der schönste Wasserfall, den ich mein ganzes Leben lang gesehen habe. Obwohl ich schon mal ja im Yosemite Nationalpark gewesen bin, gab es da den Whiteless Fall oder wie der hieß. Der war natürlich sehr viel höher als dieser. Und dieser ist so richtig schön wegen seiner Treppen, die er hat, die mit Wasser benetzt werden. Also einfach richtig klasse. Es war ein etwas beschwerlicher Weg, muss ich zugeben. Da haben wir noch wieder auf dem Rückweg. Dann haben wir noch im Rückweg noch mal wieder, aber es ist, hat sich alles gelohnt. Also, ja. Richtig toll. So, wir haben den Punkt erreicht. Es geht wieder ins Wasser. Die rutschfesten Socken sind wieder angezogen. Super. Ja, und dann mal auf geht's. Okay.
So, bisher geht's ja, aber man merkt, sobald man in die Sonne kommt, wird es heiß. Zum Glück ist der ganze Rückweg gleich im Schatten. Nur noch eben, naja, nur noch eben ist gut, nur noch eben der Weg durchs Wasser, der eben nicht. Aber da haben wir dann Erfrischung von unten wenigstens. Wasserdinger, natürlich. Nee, machst du ja nicht am Anfang. Ich hab's dir gut. Ich kann's von mir das kriegen. Oh, es kommt zu dir. Mach deinen Fuß weg, Junge, bist du bescheuert. Es kommt zu dir. Das weißt nicht, Mann. Nee, aber zickt. Was mal? Was für ein Vieh? Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man ja. Wenn ich sehe, was jetzt hier an Leuten hier lang kommt, kann ich froh sein, dass wir schon hinter uns haben und dass wir die Einsamkeit genießen konnten. Ja, was soll ich sagen? Der Aufstieg ist wie erwartet nicht so einfach. Vor allem, wir haben zwar Schatten zum Glück, bei Sonne wäre es unmöglich. Aber wir haben schon 25 Grad mindestens erreicht, auch hier im Schatten. Es ist schon eine schweißtreibende Sache. Lächerlich. Was hat der Kleine da oben? Lächerlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist am anstrengendsten war, sich wieder ins Auto zu setzen, weil es so heiß ist. Ich finde insgesamt der Weg. Weiter auf, Kummenzfalls-Lahne. Ich finde, der Weg war eigentlich gar nicht so anstrengend, weil er ziemlich Spaß gemacht hat, finde ich sogar. Also war sehr abwechslungsreich mit dem durchs Wasser laufen und so. Mir hat es sehr gut gefallen und es hat sich vor allem gelohnt für den wunderschönen Wasserfall. In einer Viertelmeile rechts abbiegen auf, Blackburn Fork Road. Muss ich auch sagen, war eins der Highlights des Roadtrips bisher. Richtig tolle Landschaft. Ich habe ein neues T-Shirt an. Ich fühle mich jetzt wieder wie neu geboren und jetzt geht's aber endlich zum frühstücklichen Mittagessen. Ja, und wenn das nicht Wendy's World wird, dann wird's was anderes. Dann werden meine Augen auch gleich zum Wasserfall. Frühstück gefunden. Wir sind bei Hardee's, eine Kette, in der ich noch nie in meinem ganzen Leben war. Aber was sie sehr sympathisch macht, ist, dass sie einen Big Cheeseburger haben, den ich natürlich bestellt habe. So, John hat ein bisschen Pech gehabt. Er hat ja einen Double Cheeseburger bestellt, aber nur einen einfachen bekommen. Geht er gerade hin. Und hier ist mein Monster Burger in Double. Das sieht schon mal gut aus. Mal sehen, wie es schmeckt. Ja, wie schon. Lecker. Ja, ich kann jetzt nicht so viel erzählen, trotzdem soll ich es machen. Ich habe meinen Double Big Cheeseburger nicht in Double bekommen und jetzt warte ich, dass ich den bekomme. So, John ist happy. Wir fahren auf der Interstate 40 in Richtung Osten. Eigentlich haben wir es jetzt 30.25 Uhr, haben aber gerade eine Zeitzone durchfahren. Also wurde uns gerade eine Stunde vom Tag genommen. Das ist also schon 14.25 Uhr jetzt. Man kann aber auch sagen, es wurde eine Stunde gegeben, weil wir jetzt eine Stunde weiter sind. Kann man auch. Ja, kann man auch. Aber eigentlich wird sie uns genommen, da wir ja nun weniger vom Tag haben. Egal. Vorbei an Kingston eben gerade fahren wir in Richtung Great Smoky Mountain National Park, den wir in anderthalb Stunden sogar schon erreichen. Aber wir gehen da besser erst morgen hin, damit wir komplett gestärkt sind, oder? Ja, müssen wir mal sehen.
Wie es auch mit dem Übernachten klappt, keine Ahnung. Ist ja ein spontaner Roadtrip und ja, mal gucken. Auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen Zeit und genießen. Also die Fahrt ist trotzdem toll hier auf der Interstate, obwohl man ja sagt immer, man soll lieber die kleinen Straßen nehmen. Aber ich finde es hier gerade so wunderschön mit den Wäldern und den Bergen. Richtig toll. Ja, geht mir genauso. Ja, 14.52 Uhr und wir haben tatsächlich heute jetzt schon ein Hotel gebucht. An der Ampel links abbiegen auf East Moody Avenue. Dankeschön, ein La Quinta und ja, das Ganze eigentlich für einen recht guten Preis. Das war ziemlich, wo denn? Ziemlich reduziert in Knoxville. Wo wir jetzt gerade sind. Achso, ja. Leider sind wir jetzt die Straße nicht abgefahren, aber Leute, hier ist sie noch. Noch gerade so geschafft. Aber das ist der Hammer hier, rüberzukommen. Also wir haben einen recht guten Preis bekommen für eine Großstadt und ja, wir checken gleich schon mal ein, das können wir in nicht mal 10 Minuten machen und stellen dann schon mal unsere ganzen Sachen kalt und kühl und dann würde ich sagen, können wir uns ein bisschen die Stadt angucken und hoffentlich noch eine gute Mall. Ja, so ist das auf einer spontanen Reise, auf einem spontanen Roadtrip, eben noch auf dem Weg zum Nationalpark und jetzt schon Hotel oder Motel gebucht in der Stadt. Ich stehe auch noch auf dem Zebrastreifen. Wenn ich alles täusche. Ja, das tust du. Mein kleines aber Stück, hinter uns ist ein kleines Stück zurückfahren, würde ich mal sagen. Macht sich immer besser. Auch für die, die denn da vorbei wollen. Naja, auf jeden Fall. Ja, was wollte ich sagen? Es ist, glaube ich, sogar besser so, wenn wir heute nicht in den Nationalpark gehen, weil ich weiß, bei uns ist es immer so, wenn ich irgendwo mit Stefan bin, dann wird das immer richtig durchgezogen und dann ja, ist es halt schon... Keine halben Sachen. So, jetzt kann ich fahren. Endlich fahren. So, jetzt brauchen wir noch 13 Minuten bis zum Hotel. Mal sehen, was Johnny da ausgesucht hat. Hab's mir ehrlich gesagt gar nicht richtig angeguckt. Hab nur gesehen, die Bewertung war gut. Der Preis war eigentlich so zu hoch, aber dann war da richtig gut reduziert. Und es war nur noch ein Zimmer für diesen Preis da und dann dachte ich so, gut. Weil wir bei Booking.com einen neuen Level erreicht haben, durch diese vielen Buchungen, die wir gemacht haben. Heißt es nicht ein neues Level? Ja, kann auch sein. So, bis gleich zur Roomtour. So, los geht's mit der Roomtour. Ich weiß nicht, warum ich so ein Lachen auf dem Gesicht habe. Stefan macht sich die ganze Zeit darüber lustig. Meint, die Lage ist kacke. Ist er reingekommen, meinte so, fett ist das Zimmer auf jeden Fall nicht. Ja, gucken wir jetzt mal. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gut geräumig aus. Könnte eigentlich sogar das... Nee, könnte es nicht. Los geht's mit dem Badezimmer. Das ist ziemlich normal. Also, normal ist es eigentlich, dass ein Waschbecken im Badezimmer ist. Hier ist es nicht normal, deshalb ist es außergewöhnlich. Toilette und Badewanne. Dann geht's weiter. Durch den Flur, der etwas dunkel ist. Zum ersten... Queen-Size-Bett, aber ein Kleiderschrank, ganz klein, ganz nett. Diesmal hat Stefan die beste Aussicht auf den Fernseher, der ganz schön dick ist. So dick ist der. Ja, eine Arbeitsfläche mit einem eigentlich ganz gemütlichen Stuhl, denke ich mal. Ja, ganz in Ordnung. Der Sessel sieht schon gemütlicher aus. Oh, oh, da versinkst du aber richtig drin. Oh. So, wir wollten eigentlich Richtung Knoxville Downtown, aber da der Regen dann ziemlich heftig wurde, haben wir uns entschieden, wir besuchen erstmal wieder eine Mall
Und ja, da geht's auch jetzt hin. Und sind zwischendurch nochmal eben wieder zum Hotel zurückgefahren. Auf dem halben Weg zum nächsten Ziel aufgefallen, Kamera vergessen, zurückgefahren, Kamera ist wieder da. So, nach wenigen Minuten sind wir auch schon angekommen bei einer Mall, die das neue Song wieder ausgewählt hat. Das Gewitter hat sich ein bisschen, gibt noch ein paar Blitze, aber der Regen hat schon wieder aufgehört. Es ist herrliche Luft, wir haben es nur noch 74 Grad Fahrenheit, richtig angenehm. Ja, ich würde mal sagen, rein. Ja. John liebt ja Malls. Ich mag es ja auch sehr gerne. Mal sehen, was diesmal für eine ist. Ja, ich möchte am liebsten schnell rein, weil Stefan hat mir gerade gesagt, wenn man hier auf dem Parkplatz steht, ist man der höchste Punkt. Ja, bei Gewitter ist das nicht so. Parkplatz. Ja, dann fass dich kurz. Rein. Ja. Ja, was macht man, wenn man zu viel Geld und Langeweile hat? Man geht in so eine komische Fotobox und macht lustige Fotos. Ja, lustig, aber auch, ich glaube, wenn ich das jetzt hier so aus der Perspektive sehe als Zuschauer, auch sehr peinlich, aber wir hatten Spaß und das ist die Hauptsache und ist bei mir auch länger her, mal in so einer komischen Fotobude gewesen zu sein. Und ich war vorher noch niemals drin gewesen. Oh! Oh! Guck mal hier, hier ist er maximal verwirrt. Hört er gar nicht mehr auf hier. Vier Stück. Ach du Kacke. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Wir haben eigentlich gedacht, da kommt nur ein Ding raus. Wenn er weggegangen wäre, dann sieht da jemand solche zwei deutschen Vollidioten, die. $130. Schnapper. Ja, ich möchte jetzt mal kurz an dem iPhone 14 Pro Max Dynamic Island ausprobieren. Das ist das hier oben, wenn man also dieses Ding hier, wenn man irgendwas anmacht, zum Beispiel, keine Ahnung, was das hier ist. Scheiße. Ja, guck mal, jetzt ist es hier oben aber. Das ist voll geil, man kann es darüber verwalten. Das, oh, Alter, das sieht voll geil aus. So, da haben wir was gefunden, endlich. Nichts Besonderes, aber immerhin eine kurze Hose. Für immerhin nur, was war das hier, 39,99. Ja, weiß ich. Hab ich verloren. So. Johnny hat Hunger. Jetzt wird was zu essen finden. Aber ich sehe schon wieder, Sonne scheint. Ein freundlicher Abend wird's. Zumindest vom Wetter her. Wir haben immer noch nicht genug von Texas, obwohl wir inzwischen in Tennessee sind und ja, deshalb suchen wir jetzt ein Texas Roadhouse. Mmh. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade fast verschluckt, weil ich so ein großes Stück Brot geschluckt habe. Es gibt nämlich leckeres Brot hier, schmeckt irgendwie nach Zimt, das ist voll heftig. Und dazu richtigen Eistee, also nicht so was Süßes, sondern einen richtigen Eistee. Und der schmeckt echt gut. Er ist ein bisschen trottelig heute.
Er hat eben den ganzen Apple Store in Alarmstimmung versetzt, indem er das iPhone 14 Pro, was er mir ja vorführen wollte, Pro Max so weit rausgezogen hat, dass das Alarm ertönte und dann und der Verkäufer es so schnell nicht wieder hinbekommen hat, den Alarm wieder auszumachen. Es stimmt gar nicht. Die haben erstens handelte es sich, ich habe mir das iPhone 14 Pro Max angeguckt, ja. Danach habe ich mir das iPhone 14 angeguckt. Das habe ich dann wieder versucht aufzusetzen, nachdem ich es abgemacht habe. Und es hat, dieser Magnet hat nicht funktioniert, also habe ich es da versucht ein bisschen zu verschieben. Dabei bin ich gegen den Sensor gekommen, der ist dann losgegangen und die Frau meinte, also die freundliche Mitarbeiterin, die meinte dann, dass es sehr sensibel ist, also nicht schlimm. Wir haben alle geguckt und du hast wieder die volle Aufmerksamkeit genossen. Essen ist da, bei mir ein All American Cheeseburger und hier gibt es auch richtige Messer. Und ja, hier isst man die Burger mit Messer und Gabel, weil das ein Restaurant ist. Natürlich kann man die Burger auch mit der Hand essen, habe ich im Restaurant hier schon öfters gesehen. Ich habe mir hier so Ribs bestellt. Dazu gibt es eine Ofenkartoffel mit Sour Cream und Cheese Pommes. Also einen moderaten Preis von, ich glaube, $21. Das ist wirklich, sieht toll aus. Und ich mag ja Ribs sehr gerne. Und dann auch in einem Texas Roadhouse noch besser. Auch für mich gibt es ein vernünftiges Messer. Ich muss es echt mal zeigen, das ist der Wahnsinn. Vielleicht sieht das vom Knochen hier ablösen lässt, das Ganze. Hier, das geht so raus. Das ist total das zarte, leckere Fleisch. Das ist der Hammer, das ist aber viel zu viel. Ich kann gar nicht alles schaffen. So, wieder am Auto angekommen. Das Abendessen ist beendet. Wir werden noch sehr lange daran zurückdenken. Heute zumindest, weil ich nämlich so vollgestopft bin, das kann sich keiner vorstellen. Es war so eine riesen Portion, aber es war auch wirklich so lecker. Die Frage ist jetzt natürlich nur, was haben wir so von Knoxville gesehen eigentlich? Ja, unser Motel. Die Mall und, wie heißt das nochmal, das Texas Roadhouse. Das war's. Und im Vorbeifahren haben wir noch gesehen, Downtown so ein bisschen. Aber ist doch schön. War doch schön, der Tag. War schön, ja, auf jeden Fall. Wir hatten heute ja auch den State Park noch gehabt. So, jetzt fahren wir los zum Motel und dann wird da der Abend ausklingen gelassen. Ja, bis dann. Wieso wundere ich mich überhaupt, dass ich so satt bin nach meinen Ribs? Hier steht's ja auch. Killer Ribs. So, angekommen beim Hotel. Hintereingang, denn da haben wir geparkt, wenn ich mal zeigen darf. Da steht er. So. Wir haben es schon mal probiert hier. Die Karten funktionieren nicht. Ich frage mich, wer hat dieses Hotel eigentlich ausgesucht? Der geht nicht auf die Tür. Gut, dann gehen wir jetzt einmal ums ganze Hotel rum. Pass auf. Das kann wohl nicht wahr sein, oder? Wir haben beim falschen Hotel geparkt. Weil hier sind nämlich zwei Hotels nebeneinander. Das habe ich am Anfang gesagt. Wir müssen also umparken. Nö, komm mit. Ist doch egal. Nee, ist nicht egal. Wir parken um. Naja, das kann ja mal passieren. Kleiner Anfängerfehler. Und wenn auch die Häuser alle beide gleich aussehen. Ich wäre fast in Hundescheiße getreten wegen dir. So, hier. Du hältst die Kamera. Warum? Es ist doch jetzt zu Ende. Ich hole den Wagen. Es ist doch zu Ende. Nee, es ist noch nicht zu Ende. Frühstückszeit in Lexington. Es gibt leckeren Saft und durch ein Geräusch, meine Waffel ist fertig. Ja, was gibt es noch? Bei Stefan gibt es, was das hier ist, weiß ich nicht, aber dazu gibt es Rührei. Für mich gibt es zu dem Saft noch eine Schokoladenmilch. Ich weiß, passt nicht gut zusammen. Dann habe ich nur noch einmal Normalmilch fürs Müsli und dann habe ich hier so eine Zimtschnecke. Keine Ahnung, so ein komischer Kuchen und so einen kleinen Muffin.
Und ich glaube, das reicht mir meistens immer schon, weil ich habe auch keinen Bock, pappsatt zu sein den ganzen Tag, weil dann gibt's unwahrscheinlich noch Burger. Und Burger sind mir sehr wichtig, weil die hier besonders gut schmecken. Mal gucken, was Stefan zu seiner Waffel sagt. So, da ist sie auch schon. Eine frisch gebackene Waffel. So fängt der Tag gut an. Ich liebe das. Dann mal guten Appetit, würde ich sagen. Und danach geht es dann weiter auf unserem Roadtrip in Richtung Great Smoky. Wie heißt der? National Park oder Mountain? National Park. National Park, genau. Den wir gestern gar nicht mehr erreicht haben. Mal rausgetraut und guck mir den Park jetzt so von außen an. Wenn man zu faul zum Aussteigen ist, entgeht einem nämlich dieses. Dann kam das Beste vom ganzen Tag. Im Nationalpark gab es nämlich eine Badestelle und die haben wir mal eben so ausprobiert. So, ich habe es bereits hinter mir. Es ist wirklich kaltes Wasser. Aber wo kann man sowas schon mal machen? In so einem Naturfluss in den USA baden. Hier geht das. Total super. Wo ist Johnny? Der hat es noch nicht hinter sich. Ich kann es doch nicht. Mach. Ich kann es nicht. Es ist bei mir immer sehr, ich brauche sehr viel Überwindung, um ins Wasser zu gehen, wenn es kalt ist. Das dauert bei mir immer sehr, sehr, sehr lange. Hinter dir sind so manche mutiger, wie man sieht. Ja. Ich mache erstmal ein bisschen. Es ist schlimm. Ich finde sowas richtig schlimm und richtig fies. Vor allem, wenn dann alle auf einen warten müssen. Warte, kurz, ganz kurz muss ich meine Ruhe. Das Ding ist, ich würde es am liebsten langsam machen, aber das ist schlimmer. Ich meine, ich habe es auch noch nicht weiter geschafft als bis hier. Oh, Alter. Oh, schlimm. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Das war schlimm. Das war schlimm. Und jetzt wieder rein. Das ist wieder gut. Nein. Not today. So, es mag nicht danach aussehen, aber die Strömung ist hier so stark, dass man sich hier nur halten kann, wenn man auf dem Stein sitzt, so wie ich gerade. Es ist unmöglich, hier im Wasser zu stehen, dann würde man das da abtreiben. Das werde ich gleich mal machen. Denn da hinten ist ja wieder seichteres Wasser und Wasser ohne Strömung. Wo ist Johnny eigentlich? Ja, ich bin hier und warte darauf, dass wir weiter können. In die Richtung. Das kann man nicht. Doch.
Ja, das Wasser ist ganz schön kalt. Aber hier ist auch ganz schön schön, muss ich mal sagen. Richtig herrlich ist das. Und gut, dass wir das gemacht haben, dass wir unsere Badesachen geholt haben und uns hier ins Wasser getraut haben, sag ich mal. Mit vielen anderen natürlich inzwischen, weil das ja so eine Art Badestelle ist. Aber ich habe mich schon geärgert, dass wir es nicht im State Park gemacht haben, wo auch ein Wasserfall gewesen ist. Aber hier ist noch ein bisschen besser, denn das Wasser ist ein bisschen klarer hier. Und ja, wir bleiben noch ein bisschen hier, genießen das und dann geht es auch irgendwann weiter. So, das war ein richtig tolles Erlebnis. Jetzt haben wir uns wieder umgezogen, der eine mehr, der andere weniger. Ja, wir waren in Eile, ich ziehe mir gleich mein T-Shirt wieder an. Ja, die Parkplätze sind begehrt hier, wir haben jetzt hier mal einen Platz gemacht und wir haben jetzt erstmal in den Türen hier in den Fenstern unsere Klamotten zum Trocknen aufgehängt. Die werden jetzt vom Fahrtwind trocken. So, jetzt fahren wir ein bisschen so zurück in Richtung Eingang und dann wartet ja auch bald das leckere Mittagessen auf uns, oder? Oh. Wir haben vorhin ein Hardrock-Café gesehen. Vielleicht finden wir es ja wieder. Ja, wird schwer werden, aber mal gucken. Wir wandern in der Mittagshitze im Bundesstaat Tennessee im Nationalpark. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden, der ein bisschen abseits liegt von diesem Trail, der zu den Wasserfällen führt. Aber auch dort parken viele Leute und gehen dann den Weg, den wir jetzt auch gehen. Es muss sich also lohnen, sonst würde ja niemand diesen Weg auf sich nehmen. Und da machen wir es jetzt auch, oder? Sieht man ja. Ja, hier hätten wir parken können. Hätten. Aber ich sehe, auch jetzt ist noch alles voll und da steht schon ein Auto, was auf den nächsten freien Parkplatz wartet. Also war es eine gute Idee. Naja, es war nicht wirklich weit bis hierher, oder? Maximal 10 Minuten. Naja, wenn man überlegt, dass man das alles zurücklaufen muss, später, wenn man angestrengt wieder hochgestiegen ist. Wir haben Wasser dabei. Das geht schon. Ja, das ist Aktivurlaub. Das ist kein Urlaub. Den wir hier machen. Erholung. Das ist doch Erholung. Also, das ist wirklich nicht schlimm. Es geht doch kaum bergauf. Und vielleicht haben wir auch schon die Hälfte geschafft, wer weiß. 1,3 Meilen soll es übrigens dauern vom Parkplatz aus. Ja. Aber es ist ein Schatten. Wir haben die Baumkronen über uns, zum Glück. So langsam kämpfen wir uns hier an die Spitze der Gruppe heran. Ein paar sind schon zurückgeblieben. Was meinst du, wann werden wir das Führungsfeld übernehmen, John? Oh, dauert, glaube ich, nicht mehr lange. Denn Stefan kann es ja mal zeigen. Vor uns befindet sich eine alte Lederratte. So, was sagt man nicht? Der Herr ist sehr aktiv. Und das ist gut so. Wollen wir zum Überholen ansetzen oder was? Nein, ich muss jetzt nicht schneller laufen. Obwohl, ach egal, egal. Das ist einfach, ist doch gute Position. Ja. Wir haben es geschafft.
Wir haben die Führungsposition übernommen und laufen jetzt an erster Position, wie es sich gehört, für deutsche Aktivurlauber in den USA. Johnny, wir haben es geschafft. Wir sind da. Dann können wir jetzt endlich Burger essen. Es geht munter weiter. Jetzt sogar auch mit Sonnenschein, direkter Sonneneinstrahlung. Das war natürlich nicht der Wasserfall, den wir erwarten. Das war so ein kleines Rinnsal davon vielleicht. So, das Rauschen wird deutlich lauter. Ich sehe auch schon jetzt hier, ja, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ja, wir haben es geschafft, zu erkennen an der riesigen Menschenmenge, die es auch geschafft hat vor uns. So, Johnny, wir sind da. Hat es sich gelohnt für dich oder nicht? Weiß ich jetzt nicht so. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir oben sind, damit wir wieder runtergehen können und echt Burger essen. Burger essen kannst du immer. Musst du ja verdienen, wie gesagt. Aber es ist jetzt richtig schön. Es ist ein toller Wasserfall. Sieht echt gut aus. Ja. Naja, wir fahren 8,5 Meilen links abbiegen auf Luise Mantrell Drive. So, was ich sagen wollte. Wir fahren gerade nach Göttlingburg rein. Und wir sind in 19 Minuten zumindest im Ziel Göttlingburg, was jetzt erstmal Hardrock-Café ist. Weil dort gibt es ordentliche Portionen und die haben wir gerade... Stimmt mit dem Wagen hier nicht. Ah, jetzt hat er sich wieder eingestellt. Wir haben ordentliche Portionen nötig. Ernst jetzt. Ich könnte... Oh, ich habe so einen Hunger. Ich merke alle meine Organe in meinem Körper, will ich aber nicht so sehr ins Detail gehen. Ich habe es jetzt wirklich nötig, was Fettes zu essen. Der Kleine ist erschöpft von der Wanderung. Aber gut. Der Kleine, ich kann dir bald auf den Kopf spucken. Ja, aber auch nur bald. So. Und der Ort, wo wir jetzt hinfahren, wir haben es auf der Hinfahrt schon gesehen. Göttlingsburg. Ja, das ist der Hammer. Das sieht aus schon wie in, also mindestens so wie in Orlando, noch ein bisschen schlimmer. Also da muss echt Party sein und Tourismusvergnügen hoch 10. Also das ist echt heftig, was man da sieht. Man sieht da irgendwelche Burgen, Schlösser, Piraten, Arenen, Schiffe, Titanic, Hochhäuser mit King Kong dran, also heftig. Wir haben es geschafft, sitzen im Hardrock Café. Der Ort ist aber nicht der, den wir eben genannt haben. Das war ein kleiner Fehler. Wie heißt dieser Ort eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir einblenden. Und wenn ich weiß, wie er heißt, weiß ich schon mal nicht gar nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall. Ja, und Essen kommt. Und wenn Stefan mir mal die Kamera gibt, kann ich mal zeigen. Zufall, wir waren ja bei Elvis zu Hause. Und hier von Elvis und seiner Alten hängen hier die Klamotten. Das sagt man nicht, schon gar nicht. In diesem Fall sind es ja Elvis und Priscilla
Für Schiller. Ja, deshalb so. hab ich den Namen ja nicht genannt. Schiller Presley. So heißt es wahrscheinlich, ja. Das ist ein schöner Zufall. Und erstmal ein schönes kaltes Getränk. Haben wir uns echt verdient. Nach diesem Aufstieg da. Es war doch ganz schön warm geworden. Ja, und eine Vorspeise haben wir auch bestellt. Ja, sehr schön, dass wir es hier gefunden haben. In diesem Ort, wo es vor Touristen nur so wimmelt. So, die Vorspeise ist da. Und tatsächlich sieht es anders aus. Hat diese Speise einmal als Hauptspeise, als ich wenig Hunger hatte. Und beim letzten Mal hatten wir das Ganze auch als Hauptspeise. Und diesmal sieht es anders aus, weil irgendwie so grünes Zeug drüber gekippt ist. Oh, grünes Zeug ist gut. Außer Cannabis in Stefans Augen. Oh, lecker. So, nicht nur das Essen ist da, sondern was ja auch Standard ist, dass man die, zumindest bei Softdrinks, dass man die immer wieder aufgefüllt bekommt. Wieder volles Glas und man muss nur einmal zahlen, das ist das Gute. Und diesmal habe ich, was auch anders ist, Cheese Pommes genommen. Mal gucken, wie die schmecken. Oh, geil. Also ich glaube, der Teller wird heute blitzeblank sein. Ich habe mir den Legendary Burger bestellt und dazu, weil ich sie liebe, Onion Rings. Eine gute Wahl. Und auch ich habe schon Dr. Pepper nachbekommen, obwohl ich noch gar nicht aus hatte. Bester Service. Unser Kreis des Roadtrips schließt sich so langsam. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als zwei volle Tage und wir sind schon in der Nähe von Atlanta, können wir also locker in 4 Stunden erreichen. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Abstecher nach North Carolina und wir fahren hier durch eine ganz tolle Gegend, nicht auf der Interstate, sondern auf dem Highway, durch eine richtig tolle Landschaft mit vielen kleinen Häusern und kleinen Ortschaften und durch Berge, es geht auf und ab, viele Kurven, macht richtig Spaß hier. Auf der Interstate 40 East und ja, wir müssen ein Hotel buchen. Wir wollen in Asheville schlafen, South Carolina oder North Carolina. North, ja. Und ja, ich bin gerade dabei, uns ein Zimmer zu buchen. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, bevor ich was Falsches mache. Und wenn jetzt alles fertig geladen ist, können wir eigentlich hinfahren. Also wir können jetzt schon hinfahren, aber ja. Dann haben wir es immer noch nicht. Buchung wird importiert. Ist jetzt unser Zimmer. Sehr gut gemacht. $96. Und John meinte, das Motel oder Hotel, ist das ein Motel? Ich glaube, es ist ein Hotel, glaube ich. Ich weiß es nicht. Soll auf jeden Fall sehr modern sein. Gut. Wollen wir mal gucken, wie es so in North Carolina aussieht. Wir haben es jetzt 18.10 Uhr, sind angekommen in Johns ausgewähltem Hotel oder Motel. Sieht ja ganz nobel aus, was du bisher so ausgewählt hast, hier muss ich ja mal sagen. Geht. Sind draußen, stehen sogar Sessel vor der Tür hier, wo man sich hinsetzen kann. Ja,
was. So, erstmal die Koffer rausholen und dann geht's rein zum Einchecken. Oh. Ja, los geht's mit der Roomtour. Ich würde sagen, das Hotel hat doch sehr gut ausgesucht. Es sieht wirklich sehr gemütlich hier aus. So. Das war die Insta-Kamera, die ich da hingeworfen habe. Habe ich auf das erste Queen-Size-Bett geworfen. Ja, 6 Kissen. Stefan braucht immer nur 2. Oh, schon viel besser. Ja, dann würde ich sagen, machen wir im Badezimmer weiter. Auch gut räumig, ja. Da habe ich gerade gewundert, was das hier sein soll, aber ist ein Föhn im Föhnhalter. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter. Sieht wirklich alles so sehr modern aus, also auch die Lampen hier. Sieht echt witzig aus. Dann haben wir ein wunderschönes ja, Panoramafenster, will ich nicht sagen, aber weites Fenster, schön grün und eine Arbeitsfläche. Ist der Schreibtischstuhl. Ach, die Rückenlehne ist etwas dürftig, weil die halt so ein bisschen, keine Ahnung, so man hat diese Noppen hier ein bisschen in der Wirbelsäule. Ja, ansonsten haben wir noch so ein. Ja, eigentlich ganz gemütlich hier. So, hier kopieren jetzt die Daten. Ich muss mal sagen, dieses Zimmer ist eines der allerbesten, die wir auf dieser Reise hatten. Und dieser Stuhl hier, auf dem ich mich gerade fortbewege, der fährt wunderbar durch den ganzen Raum. So, mal sehen, was Johnny hier macht. Na, was machst du? Handy. 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 Ja. Ja, und was sagst du so zum Zimmer? Ja, habe ich gut ausgesucht, würde ich sagen. Das ist so, ein Fakt. Kann man nicht anders sagen. Wirklich gut hier, sehr angenehm. Es muss also gerade neu gebaut worden sein, das Hotel. Ist echt top. Ja, wir lassen den Tag hier ausklingen und mal sehen, was morgen so los ist in North Carolina. Mal gucken.